kurz bevor. Moin Moin und willkommen zurück zu Guild Wars 2. Das kann kraftvoll sein, aber auch gefährlich. Wir müssen beweisen, ja, es dass ist wir gemeinsam zuschlagen. Der Audiorekorder wieder am Labern. Sind wieder an der Stelle, jetzt alle zusammen darauf, in der Living Story. Geboren zu werden. So. Meine Anhänger und ich haben die Resonanzkristalle entwickelt, die den Drachenblutspeer möglich gemacht haben. Angeber. Die Kristalle zu erschaffen, den Speer zu schmieden. All das erforderte die Kanalisierung kraftvoller Magie. Du wirst sehen, Nachkommen. Das Absorbieren von Magie ist leicht. Alle Kräfte, die verlockenden Nebel, haben einen hohen Preis. Also wie gesagt, wenn man nicht von den Dreieck da getroffen wird. Ich probiere es mal. Ah, Mist. Zeit zu kämpfen. Noch kraftvoller und noch gefährlicher. Leidenschaftlich mit Magie vollstopfen, gerät die Welt aus dem Gleichgewicht. Dann müssen wir handeln. Der verantwortungsbewusste Einsatz von Kräften bedeutet, dass man weiß, wann und wie man sie teilt und wann man sie gar nicht einsetzt. Fahrt jetzt mit der nächsten Prüfung fort. Hier ziehe ich einen Drachen 101. So. Next. Brandmagie muss eingefangen und gespeichert werden, ehe ihr sie zu eurem Vorteil nutzen könnt. Der Kristall vor euch absorbiert Magie, die von gebrandmarkten Kreaturen freigesetzt wird. Scherben kann man die Gegner heranziehen. Ah, okay. Gut. Jetzt werdet ihr sehen, wie man diese eingefangene Magie nutzen kann. Seine Diener haben eine gemeinsame Resonanz. Diese Stärke kann auch eine Schwäche sein. Mit der richtigen Resonanz kann man Kristall nicht nur brechen, sondern gestalten, ihm eine Form geben.
Okay, unterschiedliche Kristalle auf. Na, dann gehen wir mal den hier. Also, Orin, laden wir diese Kristalle auf. Du weißt, was zu tun ist. Müssen wir schon im Kreis hier sterben, oder? Ja. Au! Wo liegt denn jetzt unser dicker Norden? Ach, da steht er wieder. Ja. Wenn er noch herkommen, auf wen halte ich ihn da nicht fest? So, sonst so eine Scherbe ist halt da nicht aufheben. Jetzt sind wir am Schau, auf. Aber ich sehe es so schlecht. So, der voll. Ist voll. Nächster. Mit, komm, Gegner. Schön her. Gut. Genau. Den Veteran hier reinziehen, irgendwie, wenn es geht. Ich sehe aber auch keinen Kristall gerade rumliegen. Doch, jetzt ist er drin. So. Ah, sehr gut. Konzentriert euch auf eure Verbindung mit der Nachkommen. Kanalisiert ihre Kraft. Gemeinsam könnt ihr die Magie des Kristalls leiten. Ja. Wo muss ich mich hinstellen? Hier ist ein Kreis. Ah, da. Und dann auf den Kristall werfen. Special Action Key. Jetzt seht ihr, wie wir eine Waffe schmiedeten, die in der Lage war, Kreatoriks Rüstung zu durchdringen. Den Drachenblutspeer. Latte. Jetzt haben wir die den. Kraft des Drachenblutspeers. Okay, gar nicht so schlecht. Nur kleine Aufladezeit, aber sonst. Ja, der macht. Zielen lässt sich damit etwas schlecht. Ja, gut, das sind 10. Das sollte reichen. Nutzt dieses Wissen für den Kampf, der vor euch liegt. Schmiedet Waffen und greift den Feind an. Und nun, fahrt fort mit der letzten Prüfung. Noch eine. Wo denn? Da, okay. Fühlt man sich so ein bisschen wie ein Flugzeugklo, wa? So durchgesaugt. Halkatorik-Stärke ist absolut. Sein Wille ist komplett. Seinen echten Schaden anzurichten. In ihm trefft ihr auf eure größten. Oh, ihn macht er schon. Halt! Ihr müsst zusammenarbeiten! Bock. Fertig. Das war das denn? Aber schon. Trefft euch wieder mit Owen. Die. Ist die denn da? Ach, da. Ja. Inanna scheint den Weg zu kennen.
Boah, hat sich alles niedergebrannt, wa? Ja. Hier müssen wir jetzt wahrscheinlich diesen Übermut austreiben. So, und hier vorne läuft Olli bitte als letztes rein, weil sonst geht ein Tor zu. Okay, dann alle Mann vor. Alle mir nach, ich folge euch. Nachkommen, du fürchtest, was Karl Katorik mit dir tun könnte. Champion, ihr fürchtet, sie könnte nicht überleben. Und auch die. Du hast wieder dein Special Action Team. Ja. Der macht auch richtig. Den mache ich auch. Wenn immer wann ich kann. Noch härter. Oh, au, 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 au. Au. Ich brenne. Da ist er wieder. Da ist er wieder. Komm, Speer. Speer. Ah, gerade weggeflogen. Sauerei. Weg hier. Kommt wieder zurück. Da ist er wieder. Ah, ich liege. Au, 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 ich werde gegrillt. Ich stehe wieder auf, du stirbst nicht, du bist unverwundbar. Okay. Ich glaube, ein paar Mal. Ja. Quatsch. Ja, das war's, oder? Ihr habt eure schlimmsten Ängste bezwungen, die wahr geworden waren. Vergesst nicht! Arbeitet zusammen! Kämpft zusammen! Und triumphiert zusammen! Achso, und stirbt zusammen, dachte ich. Nun, ich auch. Ich verschweige ein paar Weisheiten. Stay while listen. Nachkommen, geliebtes Kind. Es gibt im Zusammenhang mit dem Aufstieg Dinge, die nur Drachen verstehen. Sind wir immer Hops hier? Nee, Ole. Ole Hops da. Achso. Wir kommen, wenn sie gesprochen haben. Okay. Warum habt ihr heute auf den ersten Blick in der blauen Welt die blauen Namen? Guck mal, alles gut. So, hier rechts ist was. Euch, Champion, teile ich mein wahres Vermächtnis mit und Kral Katoriks größtes Geheimnis. Er trägt keine Frauenkleider. Er ist zum Frühstück Kellogg's. Ja, okay. Ist ja, hier hin. Er sah die Möglichkeit einer friedlichen Welt voraus. Einer Welt ohne Zwietracht zwischen Drachen und Sterblichen. Einer Welt ohne ihn. Ja, das kann man ja auch nicht zulassen. Das hat ihm schreckliche Angst gemacht. Er verlangte, ich solle ihm helfen, zu verhindern, dass es so weit käme. Doch wo er Verdammnis sah, sah ich ein Geschenk an die Welt. Ich glaube an diese Zukunft, an diese zerbrechliche,
kraftvolle Hoffnung. Doch, was meine Tochter tun muss, wird ihr unmöglich erscheinen. Ja, und das wäre... Halt uns doch nicht so hin. Ist diese Hoffnung für sie tragen. Und nun verlasst diesen Ort. Ich öffne euch den Weg zur Feste Donnerkopf. Nutzt die Drachenblutschmiede. Bewaffnet eure Verbündeten für die Schlacht ihres Lebens. Und stellt euch den Kristalldrachen. Okay, die Gabe war also Gelaber. Achso, unten ist das. Na dann müssen wir jetzt auf das Podest. Endlich. Ich wusste, ach, ihr würdet beschäftigt sein. Aber dass es 2 Tage dauern würde, hätte ich nicht gedacht. 2 Tage? Es hat sich angefühlt wie ein Bruchteil davon. Aurene, du fühlst dich anders an. Ich glaube, wir haben uns beide verändert. Wir haben die Prüfungen bestanden. Sind so bereit, wie wir je sein können. Dann lasst uns gehen. Sie warten in der Feste Donnerkopf auf uns. Da geht es hinaus. Jo. Sonst beendet. Nehmen. Was? Balthasar? Ich kann ihn spüren. Ach, stimmt. Ihr seid Aurene ja noch nicht persönlich begegnet. Ich... hätte nie erwartet, seine Gegenwart noch einmal zu spüren. Noch dazu in einem Drachen. Sie ist ein ganz besonderer Drache. Macht euch alle miteinander bekannt. Ich gehe mal Otten suchen. Okay. Alle auf dem Stand. Spricht mit Otten. Ja. Ja. Große Gefieder hinter mir. So, wo ist er denn? Wo hier links? Es gibt Mithril. Weiß doch, wer da hält. Geht schon mal weiter. Ja, genau. Da oben ist direkt ein Aussichtspunkt. Kann man direkt mitnehmen. Ja, da können wir mal hin. Wenn wir schon da sind, ne? Der fette Hase braucht aber ein bisschen Platz und Orichalkum gibt es da auch. Erstmal den Aussichtspunkt. Ich sehe nur wieder Karnickel hochstürmen. Fast alles kaputt hier in der Festung, aber die Bierfässer sind da und gefüllt. So, dann gehe ich immerhin weiter. Es ist sehr ungewöhnlich, dass die grün sind. Das wäre grün. Diese Licht, die Erweckten. Ja. So, wo müssen wir hin? Ich weiß gar nicht, ich sehe gar nichts von der Geschichte gerade. Hier ist ein Herz. Geschichte? Na, sprech mit Okten. Genau, und da ist ein grüner Punkt direkt bei dem, bei dem Herz. Irgendwo hier unten muss er sein.
Und mir wird er gerade nicht angezeigt. Hier, wenn ihr oben rüber fliegt, ist direkt eine Einsicht in die Beherrschung. Moment. Wo oben drüber? Ja, ganz oben. Von hier oben. Also kannst außenrum nochmal zurücklaufen. Anders geht's eh nicht. Okay, ich probier's nochmal. Moment. Bierfässern aus, sollte man doch gut springen können. Ach. Wo ist denn der? Da, wo ich jetzt hinfliege. Und hier geht's los. So, Moment. Jetzt will ich mal kurz sehen, wo seid ihr denn? Kannst da rechts rüberfliegen. Mit dem Greif kannst du direkt rüberfliegen, sonst musst du halt mit dem Raptor, geht's glaube ich auch. Okay, Greif habe ich ja nicht. Gefährlich. So, da wo Chuck Lynn steht. Genau. Oh. Und hier muss ich jetzt einen Kanickel. Schön weit vorne und schön nach vorne drücken die ganze Zeit. Ja. So, ja, reich, ganz reich, vorsichtig. Reich. Ja, sehr schön. Wer steht denn da so abartig? Oh, ich bin erschrocken. Oh, da hat aber jemand Verstopfung. Warum ist reichhaltig Mithril? Boah, hier gibt's alles. Was denn? Ja, wieder was für die Reittiere, ne? Achso, ja, gerade. So. Muss ich noch weiter trainieren hier. Rollkäfer, machen wir mal mehr spannend mit Ruin. Nicht. Halten wir das. Okay, da hinten wird nichts, glaube ich, mit einem Hasen, oder? Das ist irgendwas der Becken da. Ach so, und dann fliegen, okay. Nein, 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 so nicht. Wie kam Inanna so schnell vom ins Fliegen? Ach so, da musste diese ja die neue Spezialisierung da haben. Ach so, okay. Dann steigst du nämlich ab und fliegst nochmal hoch. Aha. Jetzt bin ich hier unten und würde tatsächlich dann mal mit Ogden sprechen. Kommandeur, ich nehme an, die Prüfungen sind gut verlaufen. Seht euch diesen Ort an! Glints geheime Schmiede unter einer uralten Feste der Zwerge. Jeder, glaube ich, machen, ne? Ich habe schon Besseres gesehen. Sprich mal an. Logan ist hier mit dem Spricht schon. Rox und die Olmakan ebenfalls. Saida auch. Sie nahm uns mit, der wird mir gar nicht als Teil des Story angezeigt mit dem grünen Dingsbums. Höre ich da Gesang aus der Schmiede? Den Chor der Seferin? Ich kann die nicht anquatschen. Er ist ein wichtiger Teil der Schmiedevorgangs. Mein Volk hat diesen auch mit. Trefft euch mit Ogden. Informiert euch über Glints Vermächtnis. Trefft euch mit Ogden. Ich hoffe, es funktioniert alles noch. Wir müssen eine ganze Armee mit Drachenblutwaffen ausrüsten. Ach so, ne? Sprecht mit der Schmiedemeisterin Helena. Sie wird euch am Anfang helfen. Okay, egal. Heißt, er hat die ganzen Prüfungen jetzt nicht bei dir mitgenommen. Tiny, wie fühlt ihr euch? Ist ja auch egal. Ihr seht etwas müde aus. Na bitte, machen ich sag's ja. Ihr müsst euch aber gerne ausruhen. Nach. Sagt es ihr, Kommandeur. Auf mich hört sie ja nie. Es geht ihr gut, danke. Gorek, berichtet so, ihr die muss Kommandeur jetzt doch von unserem schneiden. Fortschritt. Wir verwenden die Daten von dem Ortungsgerät. Wir... Bei mir meinst du?
Es liefert uns viel mehr, als wir erwartet hatten. Daten von Kralks lebenswichtigen Organen, von der Magie, die er kanalisiert, plus die ganzen Überwachungsdaten. Glints Armee fügt ihm schweren Schaden zu. Und jedes Mal, wenn wir einen seiner Risse zumachen, nimmt er heftigen Schaden. Gut. Bei den Göttern. Wir wollen, dass er so schwach wie möglich ist, wenn wir uns dem Endkampf stellen. Es ist uns auch gelungen, einige Dörfer zu räumen, ehe seine Diener durchbrachen. Jedes Mal, wenn ihr die Nachricht verbreitet, rettet ihr zwei Leben. Wir drei. Okay. Meine Wasserelementare, die ich umbringen könnte, für was zu trinken. Kann die auch gleich das Herz machen? Genau, das würde ich jetzt auch vorschlagen, dass wir hier... Okay, und was muss man zum Ermutigen? Einfach anlaufen und Special Action Key, dann kann man Einzelne ermutigen. Achso, Einzelne. Gut. Oh, ja, danke. Und wenn deine Balken, dann voll ist, dann kannst du ganze Gruppen ermutigen. Tasche, oder? Dann ist das Herz auch ratzfatz voll. Okay. Achso, ihr müsst inspirierter sein. Also ich kann das nicht an der Gruppe einzeln machen, sondern ich muss erstmal Einzelne finden und dann vielleicht auch eine Gruppe. Ah, Gott. Das ist auch eine Gruppe. Dann ist deine Einzelne. Einfach nur Art. Weiter zu kämpfen ist nicht leicht, aber ich weiß, ihr könnt das. Wuhu! Wie war das denn, ey? Tod. Entweder macht Kalkatorik der Welt ein Ende, oder Schnaps wir machen ihn ein Ende. Ist zwar kein Schnaps, aber ich nehm's. Weiter zu kämpfen ist nicht leicht, aber ich weiß, ihr könnt das. Ich glaube an euch. Voll und ganz. Hat jemand was zu... Weiter zu kämpfen ist nicht leicht, aber ich weiß, ihr könnt das. Unsere Kinder werden Geschichten erzählen von dem, was wir hier geleistet haben. So, jetzt aber. Bam! Ja, und dann ist auch das Herz voll. Seid gefälligst bereit! Seid gefälligst hungrig! Dann machen wir Schaschlik aus einem Drachen. Ich hab gerade jetzt halt mit der Medizin rumgespielt, ey. Gar nicht. Wasser geben geht auch. Oh, hier unten in der Höhle ist Mithril. Genau, Wasser geben nebenbei. Während man die sucht, die Einzelnen. Klappt auch. Was für eine Höhle? Hier hinten, oben links relativ, bin ich. Da ist hinter dieser Gruppe, der man Mut machen kann, so eine kleine Höhle und da ist ein bisschen Mithril. Ich warte. Kann ich das auch weiter zu kämpfen ist nicht leicht, aber ich weiß, ihr könnt das. Yippie! So, einer noch und dann. So, komm jetzt, Gruppe! Was ist denn mit euch los? Kriegt euch mal in den Griff! Ist das hier die Asche, Eisen und Blutlegion oder ein Buchclub? Bam! Jetzt voll. Was ist denn ein Buchclub? Schön, diese Gruppengeschichte ist einfach nur ein Draufgeben. Boah. Hinten war noch eine Gruppe, die will ich nochmal. Ah, hier, guck mal.
Juhu! Eine Gruppe habe ich hier noch, die will ich sehen. Ach, ich habe auch noch die eine hier. Sei denn, du bist da gerade auf dem Weg hin? Nee. Nehme ich die noch mit. Na, komm. Vergesst nicht, wenn wir die Welt retten, gibt es ein großes Fest. Getränke gehen auf Braham. Was ja. Ist denn Buchlo? Auch schön bei den Noren. Wenn wir die Welt retten, gibt es ein großes Fest. Getränke gehen auf Braham. Die hat ihn nur nicht. Der wird sich freuen. Das muss ich machen. Genau, das hier, dahin. Hier. Das ist die. An der Stelle sage ich aber schon mal vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao.